Weil McCain wurde mal gefragt jetzt im Wahlkampf, wie viele Häuser er hat, und er wusste es nicht. Ja, vielleicht wusste er nicht, wie viele ihm jetzt abhanden gekommen sind. Na, aber seine Frau ist Milliardärin, der gehört zu einer Bierfirma. Ja, dann habe ich gar keinen Respekt vor ihm. Wenn die Frau Geld verdient, dann habe ich keinen Respekt vor ihm. Weil, warum? Ich finde das als männliche Verpflichtung, dass der Mann auf jeden Fall für seine Familie sorgen kann. Und deswegen halte ich nichts von Männern, die reiche Frauen heiraten, obwohl ich vor 8 Jahren auch denselben Plan hatte. Als es mit dem Rap noch nicht so bergauf ging, und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt brauche ich irgendwie eine alte, reiche Frau irgendwie, der ich halt mit Sex irgendwie dienen kann. Und gut, schade, es hat leider, musste ich diesen Job nicht irgendwie übernehmen. Sind diese Sprüche, diese markigen Sprüche, diese provokanten Sprüche, sind die, ich weiß schon, was du antworten wirst, sind die Kalkül oder kommen die wirklich aus dir raus? Kannst du dann auch für mich antworten? sie kommen wirklich aus dir raus. Ja. Ja. Und ich bin... Ja, sehr gut. Wir sind schlau gehalten. Mein Lebensmensch. Scheit, scheit, scheit. Und ganz interessant ist ja auch noch, wenn ich das richtig beobachtet habe, Bushido hat einen Plattenvertrag mit Universal gehabt. Das war, ist die größte Plattenfirma, die es überhaupt gibt. Und bist aber ausgestiegen von Universal. Das freiwillig. Das machen nicht viele Künstler. Ja. Ich bin der Einzige und Erste auch bei Universal Deutschland gewesen, der seinen Vertrag, obwohl er ein millionenschweres Angebot, einfach abgelehnt hat. Und deine Plattenfirma heißt Erstguter Junge. Ja. Erstguter Junge, finden wir super guter Name. Wie ist es zu diesem Namen gekommen? Das liegt eigentlich an der Deutschschwäche vieler meiner Freunde, denn sie vergessen manchmal irgendwelche Vokabeln oder Pronomen oder Satzzeichen in ihren ihrer Sprache irgendwie zu integrieren. Und da meinte irgendwie, hat ein Mann saß rum und hat über jemanden gelästert und wollte eigentlich sagen, was für ein Wichser, wenn ich ihn sehe, dann steche ich ihn ab. Und dann meinte er, naja, aber der voll Opfer, so dieser Arsch, wenn ich ihn sehe, aber egal, der ist guter Junge. Und ich saß so daneben und habe meine Nudeln gegessen, die ich nicht bezahlen muss aufgrund meines Status. Und hast du überlegt? Und ich so, was hast du gesagt? Ja, das ist ein guter Junge, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich meinen Namen. Weil ich habe darauf verzichtet, irgendwie mein Label Ghetto Gangsterknarre zu nennen oder irgendwie sowas. Es reicht schon, wenn ich mir Ghetto tätowiert habe, so, dann muss ich das auch nicht mehr. Wo lässt du dich tätowieren? Ich lasse mich in Wien tätowieren. Nein. Absolut richtig. Ich habe 5 meiner 6 Tätowierungen in Wien stechen lassen. Bei einem sehr guten Kollegen von mir, und ich liebe diese Stadt, und ich muss ganz ehrlich eingestehen, Wien hat wirklich die schönsten Frauen in ganz Europa. Wahnsinn. Da freue ich mich hier. Das war eine Aufforderung. Das war eine Aufforderung. Ne? Ja. Sag mal, in der Platte Ching Ching gibt es das Zitat, ihr werdet es nie verstehen, dass man dealt, dass man stiehlt, dass man Autos tiefer legt, los vor Merkel, ich mache jetzt den Neuanfang, ich stelle mich auf zum Ghetto-Präsidenten, ich gewinne die Wahlen, ich habe die absolute Mehrheit durch die Fans. Glaubst du, dass du mehr Fans hast als Merkel-Wähler? Ja, wenn wir die Illegalen in Deutschland mitziehen, dann auf jeden Fall. Ja, hab ich. Aber ich möchte eine Sache kurz klarstellen. Ich habe nichts gegen Merkel, und ich würde auch mit Frau Merkel schlafen. Also ich würde Sex haben mit ihr. Aber ich will da jetzt auch langsam, weil ich bin jetzt 30, ich habe jetzt so viel Musik gemacht, so viele Preise gewonnen, Bücher geschrieben, und ich will jetzt bald in die Politik gehen. Im Ernst? Ja. War das als Bushido-Partei oder? Ja. Muss ich mir noch überlegen. Also mein erstes Ziel ist, Bürgermeister in Berlin zu werden. Und dann, ich glaube, ich könnte mich mit dem Bundeskanzlertitel ganz gut anfreunden eigentlich. Aber ich will ja nicht die Laune verderben, aber in Berlin kannst du als Hetero nicht Bundes... Das ist ja der Grund. Also wie gesagt, aber ich denke mal halt, dass wir halt irgendwann, denke ich mal, werden wir zurück zu den guten alten Werten kehren. Und dann kann man auch noch wieder als Hetero was sagen heutzutage, denke ich mal. Jetzt möchte ich mich erstmal bedanken für dieses freundliche Gespräch. Warst du beim Oktoberfest noch hier zu bleiben? Wo war ich? Beim Oktoberfest? Nee, ich trinke ja keinen Alkohol und so. Und ich habe keinen Sex mehr mit fremden Frauen und Männern. Und deswegen... Aber, da kann ja sein, dass vielleicht irgendwann mal auch ein Mann dabei gewesen ist. Ich weiß es nicht. Im Teilpuff letztens, habe ich das wirklich gedacht. So im Teilpuff? Ja, die Frau hat einen ziemlich großen Kehlkopf gehabt. Ja. Und die Füße waren fast so groß wie meine. Und deswegen, da und sie hatte behaarte Hände. Ja, ist gut. Aber ich dachte erst, wenn mein Kumpel, dann habe ich gesehen, ist ja gar keiner da. Nee, also, Oktoberfest war ich nicht. Was für ein interessantes Leben. Aber Hermes, unser rasender Reporter, hat auch ein interessantes Leben. Ja, er war...